Der frühere Bürgermeister und jetzige niederösterreichische Landtagsabgeordnete Martin Schuster lud zu einer Informationsveranstaltung über den niederösterreichischen Landtag. Also ich habe heute versucht, rein nur übers Internet, über Facebook, Instagram und sonstige Social Media zu einer Veranstaltung einzuladen unter dem Titel »Was tut der Landtag? Was kann der Landtag für mich tun?« Überraschenderweise 13 Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner. Das ist natürlich ein Thema, was heißt das eigentlich für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin? Was kann ich als Mandatar für den oder diejenige tun? Auch der Herr Landesrat Martin Eichtinger, was macht ein Regierungsmitglied? Was können wir eigentlich bewegen und was können wir auch nicht bewegen oder wo sind auch unsere Grenzen gesetzt? Ich halte das für ein ganz spannendes Format und ja, freue mich auf einen guten Abend. Das ist eine Veranstaltung für Martin Schuster, eine Veranstaltung, wo seine Freundinnen und Freunde, aber auch Fans zusammengekommen sind. Alle jene, die Martin Schuster auf seinem politischen Weg begleitet haben und ihn auch für die Zukunft unterstützen wollen. Denn es ist ganz entscheidend für Berchtoldsdorf, aber vor allem auch für den Bezirk Mödling, dass jemand im Landtag, im niederösterreichischen Landtag sitzt, der sowohl die kommunale Erfahrung hat, als auch die Erfahrung als langjähriger Landtagsabgeordneter. Es geht einerseits darum, dass man so wie Martin Schuster das großartig kann, zuhört, dass man Meinungen einholt und Anliegen einholt, diese dann auf die Landesebene transportiert und dann in der Landesregierung auch umsetzt. Und daher ist es ganz entscheidend, dass Martin Schuster auch in der nächsten Legislaturperiode der Abgeordnete, der Landtagsabgeordnete des Bezirkes Mödling sein kann. Ich habe hier seine Wahlkarte mitgebracht. Man kann nämlich dreimal ein Kreuzerl machen, einmal für die ÖVP, einmal für die Landeshauptfrau, um ihr die Vorzugsstimme zu geben und auf der Wahlkreisliste für Martin Schuster. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich habe jetzt 5 Jahre mit ihm gearbeitet. Ich habe ihn kennengelernt, seine Ehrlichkeit, seine Offenheit, aber seine unglaubliche politische Expertise und sein Fachwissen in sehr, sehr vielen Bereichen. Also wie immer, der Politik, zumindest wie ich sie verstehe, ist der ganz entscheidende Punkt der Dialog, das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das soll auch im Vordergrund stehen, so wie ich früher immer die Bürgermeisterfrühstücke gemacht habe, die ja auch keine Agenda hatten, wo man sagt, da ist die Tagesordnung, sondern wo man sich die Sorgen, Nöte und auch die Ideen der Damen und Herren anhört. Also das ist natürlich, und da ist ein soll im Vordergrund stehen und da ist natürlich ein Heurigen, wie der Heurigen Schmidt, wo wir das heute veranstalten, ein idealer Ort dafür. Wir haben alle Politikbereiche heute am Abend präsentiert und zwar sowohl aus einem Rückblick, was in den letzten 5 Jahren erreicht wurde in der Landesregierung und im Landtag, aber auch das, was wir für die nächsten 5 Jahre vorhaben. Und Martin Schuster konnte da aus dem Vollen schöpfen, weil er hier unglaublich viel weitergebracht hat im Landtag und auch für die nächsten Jahre sehr, sehr viele Projekte hat, sei es in der Mobilität, im Wohnbau, in der Ökologie, erneuerbare Energien. Martin Schuster ist da der richtige Mann.